Ein Tag, an dem man nichts lernt, ist ein verlorener Tag. Das war zwar jetzt frei nach Charlie Chaplin, ist aber dennoch todernst zu nehmen. Wir schauen uns hier mal onlinebusinessportal.de an, eine Werbung von Facebook oder auf Facebook. Landen bei Großhandel B2B. Sogenannte Großhandelseinkäufe sind ein Phänomen, welches nach und nach aus den USA auch nach Deutschland kommt. In den USA haben Großhandeleinkäufe schon tausenden Verbrauchern eine Menge Geld beim Einkauf gespart. Also der Verbraucher kauft hier direkt im Großhandel ein, umgeht damit die Distribution, den Einzelhandel. Schauen mal weiter. Großhandel B2B ist der Vorreiter dieses Shopping-Systems in Deutschland. Verspricht also interessant zu werden. Was kann man alles einkaufen? Apple für 90% weniger, iPhones weniger, Galaxies. Solche Margen, da träumt der Händler von. So, da sucht jemand ein Geschenk für seinen Sohn, ein Mac Pro. Wie funktioniert Großhandel B2B nun? Wo sind die Vorteile? Hat natürlich nur Vorteile, ist ja logisch. Kommentare von Verbrauchern gibt es auch. Copyright, ein Impressum sehe ich jetzt hier nicht. Sarah84 hat ein iPhone gekauft als Großhändlerin, als Verbraucherin am Großhandel, im Großhandel. Großhandel B2B. Interessant. Ja, da oben ist auch kein Impressum. Kontakt kann es vielleicht sein. Jetzt ziehen wir mal da hoch. Ja, geht nicht. Online-Business-Portal, da wollten wir gar nicht hin. Wir waren ja bei billiger Einkaufen-Info. Großhandel-Einkäufe für tausende Verbraucher. Das war das, was wir gerade gehabt haben. Dann ziehen wir es anders hoch. Online-Business-Portal. Bisschen was anders als billiger Einkaufen. Ist aber der gleiche Schriftzug. Großhandel B2B wird also dasselbe sein. Hier will man erstmal unsere Anmeldung haben. Die Nutzung der Großhandel B2B-Plattform ist ausschließlich für Firmen, Gewerbetreibende und so weiter. Und hier steht tausende Verbraucher. Jetzt sind wir wieder verwirrt. Eben noch dachten wir, wir hätten was gelernt. Und jetzt werden wir verwirrt. Da sollen wir uns anmelden, die Firma sollen wir eingeben und da kostet es plötzlich 240 Euro im ersten Jahr. Im Übrigen kommen nochmal 100 Euro Anmeldegebühr dazu. Und es ist nur für Firmen. Hier steht's für Verbraucher. Für Verbraucher und da steht für Firmen. Und auch ansonsten nicht zulässig. Mal gucken, ob wir hier ein Impressum finden. Online-Business-Portal. Online-Business-Portal ist dasselbe. Das wird betrieben von der Melango in Chemnitz. Die kennen wir schon. David Jähne, Thomas Wachsmuth, geboren Poller. Schauen wir uns mal das Rechtliche an. Was im Rechtlichen dazu steht. Verbraucher versus Einzelhändler. Amtsgericht Rottenburg. Wahrheitswidrig als ja, unstreitig erfolgte die Online-Anmeldung wahrheitswidrig als kaufmännisches Unternehmen. Außerdem hat und zuvor im Fenster anerkennen konnte, dass sie das Angebot der Beklagten ausdrücklich an Gewerbetreibende richtete. Also, hier ist ein Urteil gefällt, dass es nur Gewerbetreibende sein dürfen. Und dort wird gesagt, Verbraucher sollen dort kaufen, einkaufen. Was stimmt jetzt? Also es ist ein Vorreiter dieses Shopping-Systems in Deutschland. Wir dürfen uns freuen, wie das künftig überall in Deutschland aussehen wird. Diese Werbung
ist es iPhone 4S für 139 Euro.